Previously at Dead Rising 3. Mit deiner Rüstung wieder ölen! Los, öl deine Rüstung! Nee! Hör auf! Er hat gesagt, hier, da ist irgendwas in der Nähe von Sheldon. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir... Tut mir nicht leid. So. Komm, lieber. Sie sind total verrückt! Ja! So ein Zombie. Du schwankst so komisch bei mir. Da solltest du lieber vorsichtig sein. Brauchst du auch Sombrex? Bei mir ist's dringend. Nein, nein, ich erledige hier einen Job. Ich bin Harry und wer bist du? Nick Ramos. Hey, kannst du mir weiterhelfen? Da drin? Nein, nein, sowas mache ich nicht. Nein, mein Boss ist hier eine große Nummer. Er hilft Leuten, die verzweifelt sind. Also ein Gauner. Hey, werd nicht frech. Ich sag lieber große Nummer. Hört sich edler an, finde ich. Egal, ich muss da rein und für meinen Boss eine Leiche holen. Ich sag dir was. Warum kletterst du nicht einfach über das Dach hinein und lässt mich dann rein? Ich weiß, wo da drin das Sombrex ist. Eine Hand wäscht die andere. Warum kletterst du nicht hoch? Gut, wenn du das Sombrex nicht willst, nicht mein Problem. Vielleicht bis später, Kleiner. Nein, warte. Geht klar. Okay, ich tu dir einen Gefallen, Nick. Ich zeige dir einen Trick, der dir einmal nützlich sein könnte. Ich meine es doch gut. Gut, achte auf die Zombies da drüben, okay? Sieh her. Das ist der beste. Was? Okay. Schwing deinen Hintern hoch und lass mich rein. Oh, das Ding geht ständig an. Immer wenn ich gerade... Ja, Boss? Ja, nein, Sir. Ich klettere gerade hoch. Ich bin dran. Bin dabei, ja? Alles im Lot. Natürlich! Aber der hat auch so ein komisches Telefon. Ich dachte, wir sind die Einzigen mit so einem Telefon. Anscheinend nicht. Wir wurden beschimmelt. Wir müssen da hoch. Müssten wir versuchen, hier vorne... Moment. Ich hoffe, sie haben Sombrex. Bienenkönigin? Okay. Oh, hier vorne ist noch eine. Oh. Kannst du hier auch eine mitnehmen, wenn du willst? König oder genau, und das ist ja das Ding, was ich so gesehen... Scheiße! Was ich auch habe, so gesehen. Das müssen wir dann irgendwie nachher nur mal in so einer großen Meute kaputt machen. Jetzt die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Moment, warte doch mal. Ich hab eine Idee. Ein Bulli da hinfahren? Ja. Aber mit dem Bulli da vorfahren? Geht? Ja, geht. Perfekt. Ja, Pistole. Oh, was haben wir denn da? Ein Pylon. Den Pylon will ich haben. Naja, oder auch nicht. Nein! Fuck! Ich hab meinen Mechadrachen für einen Pylon weggeschmissen. Schon hier rein? Nee, nee, ich musste hier mein Runde, bin gleich da. So. Und hier. Komme. Taschenlampe.
Taschenlampe, warte mal, wo ist eine? Da lag irgendwo einer auf dem Boden rum. Ich hab mir was vor, was ist hier? Hast du noch eine Pistole irgendwo? Ja, ein Kaschmirpulli. Was? Schick. Oh Gott, nein. Erbärmlich. Wo war denn die? Was zur Hölle ist das? Ein Damen-Kaschmir-Pulli ist das. Der ist doch toll. Wo ist die Damen? Ach, die Taschenlampe? Die lag irgendwo auf dem Boden rum. Stille? Ich hab mir was vor. Ich will das ausprobieren. Und viel Tut! Okay. Nehmen wir auch erstmal mit. Bist du weit? Ich wollte nämlich die Tür aufmachen. Ich wollte die Taschenlampe haben, aber ich finde keine Taschenlampe mehr hier. Die lag doch da gerade eben vor dir. Das Ding da? Taschenlampe. Hast du sie? Ja, aber, Moment. Ganz kurz. Das Ding rausschmeißen. Sturmgewehr mitnehmen, weil. Ich wollte was gucken. Nee, habe ich keinen Plan für. Ich dachte, ich könnte die Taschenlampe vor das Sturmgewehr setzen. Ach so, nee, solange du keinen Plan dafür hast, ja, funktioniert es leider nicht. Lass mich dich nicht jagen. Das hat ganz schön gedauert, Nick. Oder wie du heißt. Gehen wir runter in den Kühlraum. Ja, komm ruhig rein. Dona, komm mit. Lass Gary herein. Gary ist drinne. Und jetzt, ach, hier vorne. Scheiße. Ah. Attacke! Oh weia, hier sind ja einige drin. Setz eine Bienenkönigin ein. Das ist eine gute Idee. Moment. Hat ja sehr gut funktioniert. Patsch! Alles kaputt machen! Patsch! Wir müssen nach hier unten oder was? Ich hab keinen Plan. Na, verdammt! Hab überhaupt keinen Plan! Hier geht's runter. Was? Wo? Da hinten? Okay. Müsste hier auch irgendwo. Oh, jemand sollte die Verkabelung jetzt reparieren. Gott sei Dank sind wir Mechaniker! Alle fünf! Gut, wir müssen die Kleine finden. Du musst dir die Namen auf den Fächern ansehen. Wir suchen nach einer Nicole White. Das soll ihr Pseudonym sein. Und mein Zombrex? Ich könnte sterben, Mann. Schön langsam. Du siehst doch gut aus. Wenn ich mutiere? Ach, okay. Ich hab eine Knarre. Ja, das ist ja sehr, sehr... Ja. Da, dieser Typ ist so und so der Dritte. Moment, haben wir hier? Das ist nicht richtig. Vorne haben wir auch nichts? Ja, zeig, was? Geh mal den Weg! Haha! Wir haben einen Bauplan, eiserne Klinge. Das Untergarantie bräuchte ich jetzt hier dafür die Machete. Jagt schon wieder Sachen irgendwie hoch. Nein! Ersten Teil und verbleibende Zeit vor der Bombe. 5 Tage. Oh oh. Knochensäge und Schere haben wir hier noch. Müssen irgendwie. Wo ist. Ich möchte da rein. Verdammt. Warum ist der verschlossen? Flüssiger Stickstoff. Kann man das hochjagen? Weiß nicht. Wenn es nur ein Explosionszeichen hat, dann ja. Spektakulär. Ich denke mal erst zum Zufrosten irgendwie sowas. Okay, dann untersuchen wir mal. Verdammt! Wo ist sie? Nein. Das ist sie auch nicht.
Nö. Hier nicht. Auch nicht. Weiber hauen immer vor mir. Wieso? Vielleicht auf der anderen Seite? Ne, hier ist sonst nichts. Das ist vielleicht nicht hier an der Wand. Ist auch keins. Oh, du hast sie gefunden? Ich glaube, ja. Hier müssen irgendwo Schlüssel sein. Hier müssen irgendwo Schlüssel sein. Okay, gut, dann gehen wir mal nach Schlüsseln suchen. Ja! Verdammt! Blöde Pissziege! Ach, Kokita. Hab sie! Schlüssel zur Leichenhalle gekriegt. Ich hab die Schlüssel. Befreien wir dein totes Mädchen und holen uns das Stormbreak. Gut. Rollkragen, kann ich mit dem Schlüssel auch hier rein? Nein. Na toll. Das wäre jetzt hier vorne gewesen. Gott. Hey, hier steht die Tür weit. Aber hier ist keine Leiche. Nicht da? Ganz ruhig, keine Panik. Hey, sieh im Hinterzimmer nach. Gut, dann sehen wir halt im Hinterzimmer nach. Na toll, jetzt kommen wir dahin. Ja, da muss es auftreten erst. Na ganz super. Wir kommen da nicht her. Fuck yeah, Disco-Hose. Ja, was? Wo? Hier vorne. Jawohl. Und eine Taschenlampe. Ich werde die heimleuchten. Hoppala. Für eine Nagelbombe. Kennst du die Kleine? Nein. Nein, ich habe mich geirrt. Es ähnelt einer Bekannten. Okay, gut. Komm, hilf mir. Bewegen wir sie. Moment. Ich habe dir geholfen und jetzt hilfst du mir. Ich weiß nicht, Mann. Es scheint keinen Sombrex mehr zu geben. Oh, scheiße. Super. Tja, dann kann ich wohl nur noch warten. Tut mir leid. Wirklich, tut mir leid. Hey, soll ich dich kalt machen? Dann musst du nicht leiden. Mach schnell. Schön, okay. Ich beeile mich ja. Ja, nö. Bin gleich soweit. Oh mein Gott. Ist wohl noch gesichert. Kann ich... Ja. Übrigens, gern geschehen. Machst du jetzt mal... Okay, ich mach's. Ich schieß nicht so gut. Lass mir etwas Zeit. Oh. Oh Mist. Das war die letzte Kugel. Na, ja, klasse. Moment mal. Sieh dir deine Wunde an. Sie heilt. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Was für ein Freak bist du? Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich bin. Du brauchst wohl auch keinen Sombrex. Ist doch gut ausgegangen. Also, ich wollte dich auch nicht erschießen. Du scheinst okay zu sein. Danke. Ach, okay, gehen wir. Dann hilf mir halt nicht. Jetzt doch nicht stirbst, musst du mir einen Gefallen tun. Du musst die Leiche zum Club von meinem Boss fahren, dem Diamond Panty. Er ist hier in Angleton. Ich muss was Wichtiges besorgen. Halt, hör zu, ich muss zurück zu meinen Freunden. Vielleicht kommen wir hier weg. Wir haben ein Flugzeug. Wir müssen nur noch ein paar Sachen finden. Mein Boss hat gute Verbindungen, verstehst du? Sehr gute Verbindungen. Er besorgt dir Benzin und alles, was du brauchst. Lass sie einfach im Auto und wir treffen uns im Club, okay? Los, ich muss weg. Okay, wir treffen uns dort. Ich werde da sein. Ja, Boss. Nein, ich fahre Sie gerade rüber, Sir. Ja, ich bin unterwegs. Ja. Okay, etwas suspekt, der Typ. Ein bisschen ziemlich suspekt, finde ich. Ich jetzt eigentlich auch mit da drin? Ja. Ich denke so.
Wir müssen zusehen, dass wir jetzt den Wagen irgendwie heil rüberkriegen. Müssen ich erstmal. Oh nö. Ach, die komischen Biker, ja? Warum zum Henker sind jetzt Biker hier? Und warum zum Henker? Moment, einmal kurz wagen. Start, nee, Tutorial, Spieler. Wohin müssen wir denn? Die Straße weiter runter. Und dann nach rechts. Wenn man da irgendwie herkommt. Schöne Scheiße. Sieht gut aus, oder? Entweder die rechts oder die nächste rechts. Die nächste ist die größte Straße. Nehmen wir die. Oh! Moment. Wir müssen gerade raus. Muss eine Jungfrau in Nöten helfen. Lila Superstar ist nämlich hier. Du brauchst dringend Hilfe. Okay, das hat gereicht. Alles gut. Ja. Und ich denke mal, jetzt können wir wieder in den Leichenwagen und weiter. Oh, oh. Bist du drin? Bist du drin? Hey, ja. Vorsicht. Und? Okay, ja. Oh. Jetzt hier irgendwie her, ja, und dann... Ja, perfekt. Da ist der Techno-Schuppen oder Dance Panty Club. Ich glaube, es ist ein Striplokal. Ein Striplokal mit Stripper, Zombies, Tanten, toten Stripper. Wieso haben wir auf einmal Schuhe? Das sind noch die Unterrüstungsschuhe. Ach so. Hab ich gar nicht gesehen. Hallo? Ist jemand da? Nimm dir doch einen Drink. Behörden zufolge werden in Quarantänestationen in Los Perdidos Überlebende des Zombie-Ausbruchs erfolgreich gechippt und evakuiert. Was? Was zum Teufel? Der Verteidigungsminister und Ex-General John Hemlock unterstrich heute, dass als reine Präventivmaßnahme allen Bürgern empfohlen wird, sich unbedingt chippen zu lassen. Ist doch eine Lüge hoch 3 und ich wette, diesen Chips, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Du hast einen neuen Bauplan und ein neues Attribut. Ein Schronwagen. Fuck yeah, und wir haben noch 4 Tage und 23 Stunden übrig. Und sind in Kapitel 3, richtig? Jo. Allzu glücklich. Das ist das falsche Mädchen. Du musst mir helfen, die richtige zu finden. Ich? Ich hab dir schon geholfen. Und ich hab dir meinen Bienentrick verraten. Wir sind quitt. Warum will dein Boss jemanden so dringend finden, dass er trotz Bombe hier bleibt? Willst du hier nicht raus, Gary? Mir egal. Ich hab sowieso keinen Grund zu leben. Glückspech. Hör zu. Du kennst doch angeblich ein Mädchen, das so aussieht. Annie, du sagtest, ihr Name sei Annie. Vielleicht ist das Mädchen, das er sucht. Warum bringst du sie nicht her? Und wir geben dir, was du willst. Sprit fürs Flugzeug, deine Freunde, alles. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Ist nichts Persönliches. Oh. Na schön. Dann lass dich von der Bombe mal nicht in den Hintern treffen. Ich frag die Chefin, ob sie weiß, wo sie hin ist. Sie weiß viel über sie und ihre Verstecke. Okay. Okay. Aber lass mich nicht hängen.
Das heißt wieder zurück nach Rhonda. Next time at Dead Rising 3. Was sind das denn hier für Hoshis? Junge Frau, was ist los? Was soll das Geschrei? Das nutzlose Stück Scheiße da ist das Problem. Was? Er ist ein Tier. Wie kann er es wagen, mein Essen stehlen zu wollen?